Hallo und willkommen zu einem neuen Build-Order-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man schnell in die Ritterzeit kommt und dort dann die Wirtschaft fokussiert. Im Jargon nennt man das Fast Castle Boom. Im Englischen heißt die Ritterzeit nämlich Castle Age, darauf bezieht sich also der Name. Der Boom steht für das rapide Vergrößern der Wirtschaft. Naturgemäß handelt es sich dabei um eine passive Herangehensweise, die nicht in jeder Situation angebracht ist. Mit dieser Strategie fängt man erst später mit an, Militär auszubilden und ist daher in den frühen Phasen des Spiels sehr verwundbar. Man sollte sowas also nicht versuchen, wenn man auf einer sehr offenen Karte spielt und mit Aggression zu rechnen hat. Besonders auf defensiven Karten wie Dunkler Wald und Arena ist der sogenannte Boom eine sehr gute Wahl, da man so schnell seine Wirtschaft maximiert und sich für die großen Schlachten in der Imperialzeit in Stellung bringt. Für alternative Spielmodi abseits der kompetitiven Standards kann diese Herangehensweise ebenfalls sehr nützlich sein. Solltet ihr zum Beispiel unter Freunden ausgemacht haben, erst nach vielleicht 30 Spielminuten anzugreifen, dann ist das hier die bestmögliche Strategie, um die Nase vorn zu haben. Oder vielleicht spielt ihr gegen einen Freund, von dem ihr schon wisst, dass er erst spät angreift. Auch hier könnt ihr euch den Boom zunutze machen. In diesem Tutorial will ich euch zwei Varianten zeigen. Eine allgemeine Variante, die wirklich auf jeder Karte mit den Standard 2 Wildschweinen und 8 Schafen funktioniert. Sowie eine, die mehr auf Arena zugeschnitten ist. Auf Arena hat man nämlich garantiert sehr nahe Rehe, die auch innerhalb der Mauern immer auftauchen, sodass man diese auf jeden Fall einplanen kann. Das ist nicht auf allen Karten so, auf Arabien zum Beispiel kann es mal sein, dass die Rehe hinter einem Wald auftauchen, sodass sie etwas abseits liegen und vielleicht auch nicht ganz einfach so zu jagen sind. Die allgemeine Variante kommt daher ganz ohne Rehe aus und ist daher immer grundsätzlich anwendbar auf jeder Karte, die Standardressourcen hat. Man kann die also theoretisch auch auf Arena spielen, wenn man die im Rehe jetzt, sag ich mal, ausblenden würde. Außerdem erforschen wir auf Arena den Webstuhl wegen der Mauern erstmal nicht, man braucht es halt eher nicht. Und in der allgemeinen Variante, die ich hier für alle Karten und alle Situationen quasi zeigen will, da mache ich den Webstuhl mit rein. Man kann ihn aber ohne weiteres da auch weglassen, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet und wo man es eben anwenden möchte. Im Grunde sind die Unterschiede zwischen diesen zwei Sachen, die ich jetzt zeige, aber sehr, sehr klein. Und erst ab einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt relevant und ab der Ritterzeit selbst ist der weitere Verlauf dann auch identisch. Das heißt, diese kleinen Änderungen, die sind vielleicht interessant zu wissen, wenn ihr öfter mal auf Arena spielen solltet, aber sind auch nicht essentiell. Basics des Spiels an sich werden hier nicht mehr erklärt, solltet ihr also gerade erst im Mehrspielermodus anfangen, schaut euch am besten erstmal meinen Einsteigerguide an, auch dort werden Build-Orders erklärt und für Anfänger vereinfacht. Den Link zu der Playlist findet ihr in der Videobeschreibung und oben rechts in der Infokarte. Fast Castle Boom hat sowohl im 1 gegen 1 als auch in Teamspielen Anwendungsmöglichkeiten. Ob es sicher genug ist, so lange ohne Militär auszukommen, hängt viel mehr von der Karte, den Gegnern und den Modi ab, als von der Anzahl der Spieler. Alle Völker können den Boom spielen. Diejenigen Völker mit guten Wirtschaftsboni sind natürlich am besten geeignet, zum Beispiel die Azteken, die Briten, die Burgunder, die Chinesen, die Franken, die Khmer, die Maya, die Perser, die Slawen oder die Wikinger. Es kommen natürlich noch eine ganze Reihe anderer Völker in Frage, aber das sind so welche, die insgesamt etwas herausstechen. Am gängigsten ist Fast Castle Boom auf defensiven Karten wie Arena, Dunkler Wald, Michi oder mit Abstrichen Versteck. Wie eingangs erwähnt, kann es aber im Falle von Friedensabkommen oder sonstigen Einstellungen und Abkommen auch auf anderen Landkarten eine sehr gute Idee sein. So, und dann springen wir jetzt auch schon ins Spiel und ich zeige euch, wie diese Build-Order funktioniert. Wir fangen natürlich mit der allgemeinen Build-Order an, die auf jeder Karte funktionieren kann. Und als Volk habe ich hier die Ungarn ausgewählt, die haben keinen relevanten Wirtschaftsbonus. Daher können die auch quasi als Blaupause angesehen werden, denn jedes Volk, das eben einen Wirtschaftsbonus hat, kann das Ganze noch besser oder noch smoother ausführen. Auf Arabien spielen wir das Ganze einfach als beispielhaft gewählte Karte, die eben Standressourcen hat. Wir werden jetzt hier auch, wie gesagt, die Rehe erstmal ausblenden, auch wenn man die auf der Karte je nach Spawn natürlich gerne auch einbauen kann. Aber wie gesagt, es geht hier darum, einen allgemeingültigen Bild erstmal vorzustellen. Die Bildorder selber müsst ihr euch nicht mitschreiben. Die wird oben rechts erstmal in Kurzform eingeblendet und auch unten in der Videobeschreibung zu finden sein. Außerdem könnt ihr für eine ausführliche Version in PDF-Format auf meinen Discord gehen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann in dem Kanal Build Orders die ausführliche PDF-Variante von diesem und anderen Builds herunterladen. So, dann springen wir einfach mal rein. Ich habe die KI jetzt hier mal auf Standard gestellt, die werden wir hier ignorieren. Und wir fangen natürlich damit an, dass wir erstmal Dorfbewohner ausbilden und zwei Häuser bauen.
Und dann kommen die insgesamt 6 ersten Dorfwohner auf Herdentiere oder Schafe, wie ich es jetzt in den Notizen nennen werde. Meistens sind es Schafe, das ist quasi der Standard, aber es steht repräsentativ für alle Herdentiere. In diesem Fall haben wir ein paar Kühe bekommen, das ist aber alles genau im Prinzip dasselbe. Eine Kuh hat 150 Nahrung, ein Schaf hat 100 Nahrung. Und bei den Kühen ist es dann halt so, man kriegt 3 statt 4, um eben diesen Unterschied so ein bisschen auszubügeln. Es kann auch, wenn ich Wildschweine in der Bild-Order nenne, dann beziehe ich mich auch auf alle Großjagdtiere. Also auch da sind zum Beispiel Elefanten und die Nashörner mit einbegriffen. Natürlich ist es immer am besten, wenn man auch mit seinen Herdentieren so ein bisschen scoutet, aber wir wollen das hier mal ganz entspannt angehen und es ist ja auch ein Tutorial. Von daher wollen wir das Ganze übersichtlich gestalten. In diesem Fall sind die Rehe super gespawnt, also normalerweise müsste man die hier auch noch versuchen mit einzubinden, aber machen wir jetzt mal nicht. Nachdem man die ersten 6 auf Schafen hat oder auf Herdentieren, schicken wir die nächsten 4 auf Holz und bauen dafür ein Holzfällerlager direkt an den Wald dran. Also ihr seht, ich habe keinen Abstand dazwischen gelassen und will das so möglichst langfristig effizient aufbauen. Wir schlachten immer nur eine Kuh auf einmal oder ein Schaf, je nachdem was wir haben. Auch um da möglichst effektiv zu sein und unsere Timings nicht zu versauen. Das Dorfzentrum soll dabei natürlich konstant durcharbeiten. So, jetzt haben wir hier gleich 3 auf Holz, noch einen mehr, dann haben wir schon 4. Und dann geht es auch schon ans Wildschwein. In dem Fall habe ich jetzt hier weitere Schafe und ich mache das jetzt statt der Kuh. Als nächstes hole ich mir das Schaf, ich erkläre es gleich. Passt im Moment, warum das hier besser war. Ist vielleicht ein bisschen advanced, müsst ihr das so nicht machen. Oh, aber die wollten gar nicht, die haben den Shift-Befehl noch gehabt. So. Und jetzt holen wir uns nämlich, nachdem wir hier diese 4 auf Holz haben, also wir haben unsere 6 auf Nahrung und jetzt unsere 4 auf Holz, dann holen wir uns jetzt unser erstes Wildschwein und ich würde jetzt erstmal das hier holen, das andere erst hier unten. Ist eigentlich egal in dem Fall. Aber warum habe ich jetzt nicht die Kuh, sondern schnell noch das Schaf geschlachtet? Das liegt tatsächlich einfach an Nahrungsunterschied. Hier sind 150 drauf, hier sind 100 drauf. Insgesamt haben wir durch die Anwesenheit der Kirche genauso viel Nahrung wie normalerweise. Es wird schon gebalanced, wenn das so spawnt. Aber der entscheidende Unterschied ist, wenn ich jetzt eben losziehe, um das Wildschwein anzulocken, und der Dorfwohner kommt jetzt hier an, dann sollte optimalerweise halt nichts mehr angeschlagenes, sage ich mal, unterm Dorfzentrum liegen. Und wenn wir eine Kuh an der Stelle anschlachten, dann hat die auf jeden Fall noch Nahrung übrig. Einfach, weil sie mehr Nahrung hat, als das Schaf hat. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt hier das Schaf statt der Kuh angeschlagen habe, stelle ich sicher, dass ich keine Nahrung verschwende. Ist aber auch absolut tragisch, wenn das irgendwie anders kommen sollte. Also da keine Sorgen machen. Also wir holen jetzt hier unser Wildschwein. Dort soll weiterlaufen. Und der nächste Dorfwohner baut uns 2 Häuser und geht danach auf Bären. Jetzt vom Timing passt es quasi perfekt. Also da... Das ist wirklich super. Und da ist das Wildschwein auch schon tot. Da habe ich eine Salbe zu cool kalkuliert. So, 2 Häuser werden gebaut. Der Dorfbruder nach diesem Hausbauer, der kommt auch noch auf Wildschwein. Wir haben ja jetzt die 6 vorigen Schäfer plus den, der das angelockt hat. Und jetzt haben wir 8. Also wir haben nochmal zum Mitschreiben. Die 6, die vorher zum Schaf waren, der das angelockt hat. Und jetzt ein zusätzlicher. Dadurch haben wir jetzt 8 auf den Wildschwein. Und ab jetzt schicken wir weitere 4 auf die Bären. Dieser Dorfwohner hier kommt ja auch noch auf die Bären, sodass wir da dann insgesamt 5 haben. Ab und zu mal ein bisschen abliefern. Das Wildschwein ist nicht ganz perfekt gelandet, aber wir wollen ja immer, dass unsere Dorfwohnerproduktion durchgängig läuft. Und ja, wir machen 4 weitere auf die Bären. Jetzt halt noch 3. Und das resultiert dann darin, dass wir insgesamt 5 haben. Mache ich deshalb, um es wirklich allgemein gültig zu halten und uns... mit allen Völkern eben hier für bereit zu machen. Wir holen unser 2. Wildschwein, wenn das erste noch so ungefähr oder ein bisschen weniger als die Hälfte der Nahrung hat, damit das quasi vom Timing perfekt passt. So, jetzt haben wir 4, einer noch. Zweiter Wildschwein ist auch da, so einen mehr auf Bären wollen wir noch haben. Wunderbar, jetzt haben wir 5. Nach wie vor hatten wir die 8 auf Wildschwein. Da kommen aber nochmal 2 hin, sodass wir da 10 haben. Auch alles relativ einfach zu merken. Dort in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Erstmal habe ich natürlich die KI auf Start gestellt, von daher wird sich nichts tun. Und zweitens möchten wir sowieso nicht aggressiv spielen. Wir haben alles, was wir brauchen, bereits gefunden. Während wir hier so unsere letzten beiden auf das Wildschwein packen, können wir uns die angeschlagenen davon, die von der Wildschweinjagd, schon mal nehmen und mit denen 2 Felder bauen.
Müssen wir noch nicht jetzt machen, aber ich kann jetzt schon mal sagen, unser Ziel insgesamt wird es sein, in der Dunkelzeit schon auf 7 Felder zu kommen. Und wenn sich das Wildschwein so langsam dem Ende zuneigt, also das zweite, und danach kommen die Imbringen wieder auf Schaf, dann müssen wir sowieso schon anfangen, ein paar Felder zu bauen, einfach weil die nicht alle an ein Schaf dran passen werden. Und da ist es sowieso auch besser, die Felder nicht alle auf einmal zu bauen, also nicht 7 Felder auf einmal, sondern die so Stück für Stück aufzubauen. Sonst sind die nämlich später im Spiel alle auch gleichzeitig wieder brach und müssen wieder neu eingesät werden. Und wenn das alles zum gleichen Zeitpunkt passiert, kann es sehr stressig werden. Deshalb wollen wir es hier schon mal so regeln, dass wir das möglichst ein bisschen aufteilen. So, jetzt haben wir diese zwei zusätzlichen eben auf Wildschwein gepackt, haben zwei Felder gebaut, sodass wir hier am Dorfzentrum die 10 Nahrungssammler haben, haben nach wie vor unsere 5 Bärensammler und unsere 4 Holzfäller. Jetzt wollen wir ein weiteres Holzfällerlager in einem anderen Wald aufmachen und dann nochmal 4 Holzfäller platzieren. Wir nehmen einfach mal den Wald hier, der hier ging auch. Und, oder nehmen wir einfach mal den hier. Und baut auf dem Weg mit einem dieser Holzfäller auch noch ein Haus, sodass wir hier Bevölkerungsplatz für 30 haben. Denn in diesem allgemeinen Bild gehen wir mal auf 27 Populationen insgesamt. Und ja, dann legen wir mal los. Ich stelle auch schon mal ein Schaf hier bereit, damit die hier danach auf das Schaf können. Das Schaf am besten so ein bisschen an den Rand vom Dorfzentrum hier stellen, damit auch möglichst viele dran passen. Und wie gesagt, wir gehen hier auf Holz. Bauen ein zweites Holzfällerlager. Das ist für Effizienz besonders gut, damit wir langfristig gut Holz reinkriegen. So, jetzt haben die sich hier um das Schaf verteilt. Die wollen nicht so richtig, da müssen wir die ein bisschen repositionieren und ich stelle ein weiteres Schaf bereit. Ich glaube, das klaut er mir hier nicht, aber das ist, glaube ich, nah genug am Dorfzentrum dran, dass es passt. Ich baue jetzt, wie gesagt, noch mit einem dieser Holzfäller, die jetzt hier zukommen, noch ein Haus. Einfach damit wir es auch nicht vergessen. 3 Holzfäller, einer kommt noch. Den Scout lasse ich ein bisschen auf der Minimap rumwischen. So, der will irgendwie woanders hin. So, jetzt haben wir hier 4 und die letzten 3 Dorfbewohner, dann sind wir bei 27, die kommen auf Gold. Mit dem Shift-Klick gebe ich denen hier auch schon mal den Befehl an, auf die Kuh zu gehen. Hier bauen wir das Goldlager im Übrigen nicht ganz nah dran, sondern mit so ein bisschen Abstand, weil die Goldansammlung ein bisschen länger halten. Dadurch wollen wir die von Anfang an möglichst effizient abbauen. Ich glaube, hier wäre es besser gewesen von der Positionierung her, aber es ist auch nicht so schlimm. Und nachdem wir den dritten haben, schmeißen wir auch schon mal den Webstuhl in die Schleife und danach wollen wir auch in die nächste Zeit. Wenn wir beim letzten Schaf, bei der letzten Kuh angekommen sind, dann können wir schon mal anfangen, die weiteren Felder zu bauen. Wie gesagt, ist unser Ziel, auf insgesamt 7 zu kommen. Und hier können wir auch schon mal in die Schleife werfen, dass wir danach in die Freizeit gehen möchten. Jetzt 5 oder 6? 6. Eins noch. So, hier das Bäumchen noch fällen. Also wir sind jetzt auf dem Weg in die nächste Zeit. Das letzte Feld kommt jetzt gleich noch. Und sobald das letzte Schaf, die letzte Kuh aufgebraucht sind, kommen die Dorfwohner, die halt dann nicht auf Felder kamen, die kommen noch auf so ein einzelnen Bäume im Dorfzentrum, die sogenannten Straggler Trees. Und ja, das machen wir jetzt noch kurz, bevor ich den nächsten Schritt erkläre. So, jetzt haben wir das 7. Feld hier. Die 3 hier, den habe ich den Shift-Befehl gegeben, dann auf dieses Bäumchen hinzugehen. Wunderbar. Dann haben wir das jetzt, sobald das Feld fertig ist, kann ich mal hier anhalten, so, um mal kurz zu resümieren, was wir hier haben. Wir haben 7 Felder, 5 auf Beeren, dadurch also insgesamt 12 auf Nahrung. Wir haben jeweils 4 Holzfäller auf 2 Holzfällerlagern verteilt, also 8 auf dem Holz plus nochmal die 3 am Dorfzentrum, auf den Straggler Trees. Das sind also 11 insgesamt auf Holz, sehen wir hier nochmal. Und wir haben unsere 3 Goldarbeiter. Und ihr seht, die Nahrung ist schon sehr hoch, das heißt, gleich wenn wir in der nächsten Zeit sind, sind wir gut darauf vorbereitet, direkt in die Ritterzeit zu gehen. Wir werden dann 2 Gebäude bauen, wir müssen ja immer 2 Gebäude quasi als Bedingung erfüllen, um in die nächste Zeit zu gehen. In dem Fall bauen wir uns eine Schmiede und einen Marktplatz. Den bauen wir dann auch mit diesen 3 hier. Die kann ich mir schon mal markieren hier als Steuergruppe 3. Und während das gebaut wird, haben wir genau Zeit, um 2 Dorfwohner auszubilden. Die kann ich jetzt schon mal in die Schleife tun. Und die kommen dann auf Holz. Jeweils auf einen Holzfällerlager am besten. Das ist zumindest für die Symmetrie immer sehr schön. Dann hätten wir hier insgesamt 10 auf 2 Holzfällerlager verteilt. Und ihr seht, ich habe jetzt hier schon die Schleife gepackt und wir sehen, wir sind in 800 und 200, die wir hier gleich brauchen. Von Ressourcen schon extrem nah. Ich habe ein bisschen Zeit vertrödelt, das weiß ich schon, weil ich zwischendurch meine Nahrung nicht ordentlich abgeliefert habe. Aber das ist nicht schlimm.
liegen immer noch ordentlich in der Zeit. So, wir bauen unseren Marktplatz und unsere Schmiede. Die Schmiede braucht nicht ganz so lange, deshalb zwei bauen den Marktplatz, einer baut die Schmiede. Und danach, wie ihr seht, ich habe die Ressourcen schon, können wir in die Ritterzeit schon direkt voranschreiten. Und den weiteren schicken wir hier rüber. Die können danach auf diesen Baum hier gehen. Wir haben sogar schon sehr, sehr viel Nahrung. Liegt ein bisschen daran, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe mit allem, aber es ist nicht so schlimm. So, wir sind auf dem Weg in die Zeit, wie ihr seht. Wir schicken die drei hier wieder zurück auf die Bäume. Und jetzt wollen wir auf dem Weg in die nächste Zeit noch ein paar Dinge quasi abarbeiten. Das erkläre ich mal ganz kurz. Wir wollen nämlich zwei Wirtschafts-Upgrades jetzt machen. Das hier, Holz-Upgrade. Das hier, Feld-Upgrade. Da ist ganz wichtig, das habe ich schon mal bei Anfängern des Öfteren so gesehen, dass sie die Build-Order da an der Stelle ein bisschen falsch interpretieren. Nämlich, dass sie diese beiden Upgrades schon holen, bevor sie in ihre Zeit geklickt haben. In meinem Fall hier, weil ich halt, ich würde mal schätzen, so 20 Sekunden wahrscheinlich in der dunklen Zeit ein bisschen verplempert habe. Dadurch hatte ich mehr Zeit, Nahrung zu sammeln. Dadurch hatte ich schon ein bisschen Überschuss. In dem Fall hätte ich jetzt zum Beispiel schon das Holz-Upgrade mir holen können, bevor ich in der Zeit klicke. Einfach, weil ich Nahrungsüberschuss hatte. Aber merkt euch das am besten, dass ihr das erst macht, wenn ihr ja schon auf dem Weg seid quasi. Also damit ihr eben, ups, was habe ich jetzt gedrückt? Ja. Damit ihr eben eure Ritterzeit nicht weiter verzögert. Also wir holen uns die beiden Upgrades. Und auch nochmal zwei Häuser. War ich am besten hier mit einem Goldarbeiter. Ich lasse auch die Leute auf Gold. Man kann auch die Leute von Gold abziehen und auf Holz zum Beispiel schicken. Das kann man auch machen. Ich finde es aber insgesamt tatsächlich flexibler, wenn man die drei auf Gold behält. Und das hat den Grund, dass man damit sich Ressourcen, die man anderweitig, die einem anderweitig fehlen, noch kaufen kann im Marktplatz. Und das kann einiges ausbalancieren. Man kann entweder Nahrung kaufen, wenn man eben noch nicht ganz da ist, dann wenn man die drei Dorfzentren später hat. Oder man kann sich Stein kaufen, um ein viertes Dorfzentrum frühzeitig zu bauen. Ihr seht auch, unsere Bärensammler gehen hier so langsam zur Neige. Unsere Bären gehen zur Neige. Dann können die auch erstmal auf einen Straggler Tree gehen. Und wir können jetzt schon mal zwei Gruppen drei Dorfbewohner definieren. Also hier haben wir schon mal drei. Von dem nehmen wir uns auch nochmal drei und markieren die als Gruppe 4 jetzt einfach. Denn wir möchten, sobald wir jetzt gleich in der nächsten Zeit angekommen sind, ich mache schon mal Dorfbewohner in die Schleife, zwei neue Dorfzentren bauen und damit unsere Wirtschaft maximal nach vorne katapultieren. Und dafür können wir uns schon mal habe ich halt zwei Gruppen definiert, jeweils drei Dorfbewohner werden ein Dorfzentrum bauen. Und dann schauen wir uns schon mal an, wo wir denn einen guten Spot haben sozusagen, um die zu bauen. Oh, hier möchte ich kurz noch einen Hinweis machen. Die Felder gehen jetzt hier so langsam zur Neige, also vor allem die ersten beiden, die wir gebaut haben. Die anderen haben noch ein bisschen mehr, da ich die ja verzögert gebaut habe. Wenn man möchte, und ich persönlich bin mittlerweile ein Fan davon, wartet man damit, diese Felder neu einzusehen, bis man in der Ritterzeit ist und das zweite Feld-Upgrade erforscht hat. Diese Felder hier sind ja alle in der dunklen Zeit ohne jegliche Upgrades gebaut worden. Das heißt, sie haben das absolute Minimum an Nahrung pro Holz, das man investiert hat. Und wenn wir das so machen, dass wir die Felder erst wieder neu einsehen und auch neue Felder erst bauen, wenn wir das zweite Upgrade haben, dann gehen wir quasi vom schlechtesten möglichen Austausch zum zweitbesten. Und das Beste kriegen wir sowieso erst in der Imperialzeit. Von daher, ich finde das schon sehr lohnenswert. Außerdem ist das Upgrade erhöht auch ein bisschen die Tragfähigkeit für Nahrung von den Feldern. Das heißt, einen kleinen Bonus bei der Sammelrate gibt das auch noch, einen minimalen, aber ja, auf jeden Fall einen kleinen Bonus kriegen wir. Von daher würde ich die Felder jetzt in diesem Fall nicht neu einsehen, sondern die auch nochmal zwischendurch auf Holz parken, bis wir eben dieses Upgrade haben und dann die Felder neu einsehen und auch erst dann weitere Felder bauen. Müsst ihr aber nicht so machen, also ihr könnt auch in dem Fall auf jeden Fall schon mal ein paar Felder neu einsehen, vielleicht auch nur die ersten drei und bei den anderen die Upgrades abwarten. Wenn ich jetzt hier ein neues Feld baue, hat das ja schon mal das erste Feld-Upgrade zumindest, also es ist jetzt kein komplett frisches Feld quasi, das gar keine Upgrades kriegt. Und ja, also wenn ich das schon anspreche, kann ich kurz, bevor wir jetzt hier in der nächsten Zeit ankommen, sagen, was die nächsten Schritte sind. Also wir bauen zwei neue Dorfzentren, um dort Dorfwohner auszubilden. Wir holen uns auf jeden Fall das Holz-Upgrade, das ist gar nicht zu debattieren. Und eben, je nachdem, wie es läuft, auch das zweite Feld-Upgrade. Und die zwei Dorfzentren, die bauen wir auf jeden Fall an Ressourcen dran. Also jetzt hier in der Pampa irgendwo wollen wir auf gar keinen Fall ein Dorfzentrum bauen. Wir wollen kein Dorfzentrum irgendwie im Kartenrand bauen. Wir wollen ein Dorfzentrum haben, das gleichzeitig Ressourcenablagerpunkte ersetzen kann. Und da wollen wir bestenfalls die an Holz und einem anderen Rohstoff dran bauen. Also möglichst, wenn es eben geht. Wenn es nicht geht, dann immer nur einfach an Holz halt dran stellen. In dem Fall, wir haben hier noch einen Wald, den wir noch nicht besetzt haben quasi. Da würde ich auf jeden Fall ein Dorfzentrum bauen. Wenn jetzt hier an einem Gold noch, ja sag ich mal, Platz wäre,
noch Holz wäre, dann würde man das hier auch bauen können. Hier ist in der Nähe zumindest Stein, das würde ich auch noch mitzählen lassen. Dann würde ich hier noch ein Dorfzentrum bauen, einfach um den Stein so ein bisschen in Spuckweite zu haben. Und hier haben wir das Gold noch so ein bisschen mit. Also das ist jetzt ein Kompromiss, wir haben jetzt hier einfach keinen besonders guten Spawn erhalten, aber das ist ja gar kein Problem. Also wir müssen einfach schauen, dass wir das Beste draus machen. So, die beiden hier haben ihre Felder fertig gebaut. Die schicke ich schon mal hier runter. Meine zweite Gruppe schicke ich schon mal hier runter. Und ich hole mir beide Upgrades hier. Baue mir hier ein Dorfzentrum hin. Hier ein Dorfzentrum hin. Und die neuen Dorfbewohner kommen jetzt erstmal hier auf diese Straggler Trees. Das hier sind, glaube ich, die ehemaligen Bärensammler. Die gehen gerade auf andere Bäume. Und das geht natürlich auch. Und wie ihr seht, habe ich einiges an Gold eingesammelt. Und da ich jetzt eben hier zwei Felder nicht eingesät habe und meine ganzen Bären schon eben leer gesammelt wurden, habe ich aktuell recht wenig Nahrungseinkommen. Von daher können wir auf jeden Fall Gold benutzen, um uns mal 100 Nahrung hier zu kaufen. Ist natürlich nicht wirklich langfristig anwendbar. Also sollte man nicht zu oft machen im Spiel, weil einfach Gold natürlich deutlich wertvoller ist. Aber Gold sammelt auch einfach deutlich effizienter insgesamt. Also man kommt eher mal an viel Gold im Early Game als an viel Nahrung, weil man da eben Felder erstmal investieren muss. Das dauert einfach länger. Und wenn man so ein, zwei, vielleicht auch dreimal sich hier mal 100 Nahrung kauft, ist das auf gar keinen Fall ein Beinbruch. Das machen auch Spieler auf hohem Niveau immer noch. Und das kann im Early Game eben so kleinere Engpässe so ganz gut ausgleichen eigentlich. Also wenn wir jetzt gleich, dadurch, dass wir jetzt noch auf das Upgrade warten, in Verzug kommen sollten, kaufen wir uns ein bisschen Nahrung. Können wir einfach aus Prinzip schon mal machen jetzt hier. So, und sobald das Upgrade ist jetzt so gut wie durch, dann hole ich mir jetzt die neuen Felder. Und ab jetzt kann ich auch wieder neue Felder auf jeden Fall bauen. Und wir haben jetzt auch ein Ziel, was unsere Felder angeht. Also wenn ich die, die ich gerade eingesät habe oder den Auftrag gegeben habe, mit einbeziehe, wären wir bei 9 Feldern. Wir kennen schon aus dem Early Game, dass wir 6 auf Nahrung brauchen, um ein Dorfzentrum aktiv zu halten. Das heißt, pro Dorfzentrum bräuchten wir jetzt hier gleich 6 auf Feldern. Da wir auf 3 Dorfzentren kommen, brauchen wir also 18 Felder. Das ist jetzt unser nächstes Ziel. Wir möchten auf 18 Felder kommen und erst dann schauen wir, was unsere weiteren Möglichkeiten sind. Und deshalb sollten auch die Sammelpunkte, also ich mache das jetzt hier, weil noch hier Platz frei ist, oder? Sollten die Sammelpunkte aller Dorfzentren bestenfalls auf Holz sein und von dort können wir die dann abziehen und zum weiteren Feldbau verdonnern. Hier, die waren noch von den Bären, die sind hier rübergelaufen, weil die anderen Bäume alle waren. So, und wir bauen auch hier direkt Felder drum. Und da ich Nahrung gekauft habe, reicht das an der Stelle auf jeden Fall auch. So, da reicht es nicht ganz vom Holz her, so. Und die Sammelpunkte, wie gesagt, sind einfach auf dem Holz vom Dorfzentrum, am Dorfzentrum eben. Und wir haben gleich auch schon genug Felder gebaut, um unsere Produktion komplett zu sichern. Falls es mal irgendwo nicht reichen sollte, können wir, wie gesagt, auch nochmal kurz Nahrung kaufen. Das ist gar kein Problem. Hier wird auch nochmal ein Feld jetzt erneuert. Da auf jeden Fall auch das Auge drauf behalten. Aber jetzt haben wir 19 sogar. Ein bisschen mehr sollte man auf jeden Fall zur Sicherheit erstmal machen, bevor man weiterschaut. Sagen wir mal, wir gehen jetzt nochmal auf 20. So, 20 haben wir. Wunderbar. Das heißt, unsere Dorfzentren sind jetzt hier aktiv am Laufen. Unser Boom läuft effizient an. Jetzt haben wir einige Möglichkeiten, wie wir hier weitermachen können. Das hängt extrem davon ab, was eigentlich unser Ziel ist. Zum Beispiel könnten wir auf ein viertes Dorfzentrum gehen. Dafür reicht auch unser Gold auf jeden Fall. Wir könnten uns jetzt im Markt 469 Gold könnten wir uns hier einmal 100 Steine kaufen, würden wir warten, bis wir wieder 275 Holz haben oder uns ein viertes Dorfzentrum holen. Das würde dann das Ganze nochmal erhöhen. Dann müssten wir natürlich auf dementsprechend 24 Felder mindestens kommen, um unsere Produktion aufrechtzuerhalten. Das ist also eine Option. Dadurch verzögert man seine Imperialzeit aber ein bisschen. Eine weitere Option wäre, wenn man zum Beispiel eine starke Spezialeinheit hat und auf Stein gehen möchte, jetzt ab diesem Zeitpunkt, wo man quasi seine Produktion gesichert hat, schon mal anzufangen, Leute auf Stein zu schicken, dann so 5 bis 7, um sich mittelfristig eine Burg zu holen. Ein weiteres Ziel ist auf jeden Fall auch die Schubkarre, die man sich holen kann. Und je nachdem eben, auf welche Einheit man in der Präzeit gehen will, müssen wir da eben auch überlegen, ob das Sinn ergibt, das vierte Dorfzentrum zu bauen. Wenn wir zum Beispiel auf Bogenschützen gehen möchten, die brauchen nicht ganz so viel Wirtschaft, dann reichen vielleicht auch erstmal 3. Wenn wir auf sowas total teures wie zum Beispiel Elefanten als zum Beispiel Khmer gehen wollen oder als Malay, dann wollen wir wahrscheinlich eher ein bisschen mehr haben. Da würden wir vielleicht ein viertes Dorfzentrum eher bauen. Und so würde das dann quasi abgeschätzt werden.
Wir kommen zu dem Ganzen gleich nochmal ein bisschen zurück in dem Arena-Beispiel. Aber ich würde jetzt hier einfach mal noch ein paar Minütchen oder ein paar Sequenzen weiterspielen, einfach um auch die Schubkarre hier noch einzuholen. Wir wollen aber immer priorisieren, dass unsere Dorfzentren durcharbeiten. Das ist ganz wichtig. Und in dem Fall, ich gehe jetzt einfach mal auf ein viertes Dorfzentrum in der Zwischenzeit. Also ich kaufe mir hier 100 Steine. Mittlerweile brauchen wir auf jeden Fall auch wieder Häuser. Das heißt, ab jetzt würde ich auch einen Dorfhund abstellen, der mir die ganze Zeit Häuser baut. Hier ein bisschen effizienter aufs Holz, hier aufs Holz, hier aufs Holz. Und das reicht nicht ganz. Na komm. So. War jetzt ein bisschen, lange gedauert mit dem, mit der Nahrung für die Schubkarre. Ich baue jetzt auf mal hier zum Beispiel ein weiteres Dorfzentrum am Gold wieder dran. Und ja, dann wäre jetzt als Ziel zum Beispiel, wenn man in die Teilzeit kommt, ungefähr, also mindestens 30 Felder braucht man meistens schon, um dann auch genug Überschuss quasi zu generieren. Und so 10, 15 auf Gold braucht man auch, um genug Gold zu generieren, um nächste Zeit zu kommen. Da muss man natürlich auch irgendwann die entsprechenden Gebäude bauen, um die Imperialzeit auch erforschen zu können. Aber das zeige ich, glaube ich, gleich einfach in dem Arena-Spiel nochmal. Die Grundprinzipien ab der Ritterzeit sind aber wirklich komplett identisch, das werdet ihr gleich sehen. Das ist jetzt aber hier nur ein wirklich sehr allgemeiner Ansatz. Ihr kommt auf jeden Fall so um die 16. Minute. Ich glaube, wir waren dann noch vergleichsweise gut in der Zeit. Also 15, 16 Minuten dazwischen kommt ihr so in die Ritterzeit. Ich habe es jetzt, ich muss mal ganz kurz auf meine Notizen gucken. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was natürlich die rein rechnerische perfekte Zeit wäre. Wenn man das wirklich alles ganz perfekt macht, dann wäre 15, 40 tatsächlich die beste Zeit. Also 15 Minuten und 40 Sekunden auf der Ingame-Uhr. Da kommen wir in ihrer Zeit, können sofort unsere Dorfzentren bauen, können uns auch beide Wirtschaftsupgrades eigentlich holen, wenn wir möchten, haben die Flexibilität mit dem Gold, um eventuell was auszugleichen und können dann unsere Wirtschaft eben maximieren. Wir gucken jetzt mal ganz kurz nochmal, was für eine Zeit ich erreicht habe. Ich habe... ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ich viel mehr Zeit vergeudet hätte. Da habe ich jetzt irgendwie mich selber schlechter dargestellt. Und auch hier, ich habe tatsächlich dazwischen keine Zeit verloren, also 12, 10... ist rein rechnerisch nach dieser Build-Order die perfekte Feudalzeit und 15.40 die perfekte Ritterzeit. Jetzt gucken wir aber auf noch ein Arena-Bild, wo wir eben keinen Webstuhl machen, wo wir unsere Rehe einbauen und wo wir insgesamt nochmal ein bisschen mehr als eine Minute schneller sein werden. So, gleiches Volk, andere Karte. Diesmal sind wir auf Arena unterwegs. Und hier tauchen, wie gesagt, in der Basis bereits die Rehe auf, sodass wir die auf jeden Fall fest einplanen können. Und daher sollte man die auf Arena eigentlich auch immer nutzen. Es gibt, da komme ich glaube ich gleich zu. Der Anfang ist komplett identisch. Also wir spielen, es sind zwei Dorfbewohner Unterschied. Wir machen zwei Dorfbewohner weniger und wir machen keinen Webstuhl. Der Webstuhl dauert genauso lange wie ein Dorfbewohner, sodass wir halt insgesamt halt quasi drei Dorfbewohner Ausbildungszeit schneller sein werden als in einem allgemeinen Bild, den ich eben gespielt habe. Und da ich jetzt auf der Arena, wir haben, starten halt mit den ganzen Mauern hier, da kann man sich sowas auf jeden Fall erlauben. 6 auf Schafe, ganz normal. Und ihr seht jetzt, hier sind meine Rehe gespawnt. Wir haben 4 bekommen, es können 3 oder 4 sein. Ich werde nur 3 benutzen, weil das Minimum ist. Man kann mit den 4 nicht planen. Einfach damit ihr seht, das passt auf jeden Fall auch, wenn man nur die 3 hat. Und an sich, und vielleicht halte ich hier nochmal an, also der Start ist genau identisch, da müsste jetzt nicht so viel zu sagen, denke ich mal. Die starten schon, also es ist schon seit sehr, sehr vielen Patches, so seit mindestens einem Jahr, dass sie so in der Basis auf jeden Fall immer auftauchen. Genauso gilt das für die Schafe und für die Wildschweine. Man kann, weil die so nah sind und man die in der Regel auch sehr, sehr schnell sieht, sind das tatsächlich 4? Irgendwie dachte ich, es wären 4, aber egal, wir werden 3 anlocken, egal wie viele es sind. Die sind in der Regel so nah dran, dass man die sehr, sehr früh sieht und im Prinzip direkt von Spielstart an anfangen kann anzulocken. Und genau genommen ist das auch besser so. Ich bezeichne es als die Folder of Doom Doktrin. Folder of Doom, ein guter Freund von mir, der auch einen YouTube-Kanal übrigens hat, kann ich mal verlinken. Der hat das quasi so ein bisschen mit Herumprobieren für sich entdeckt und tatsächlich... auch so richtig gute Arena-Spieler haben sich das so ein bisschen von ihm auch angeschaut anscheinend, oder er hat sich mit ihnen ausgetauscht und die haben das auch so bestätigt. Es ist tatsächlich eigentlich am besten, direkt am Anfang die Reale zu holen. Und
Man kann quasi auch, man kann sogar ohne ein einziges Schaf anzubrechen sofort das mit Rehen machen, wenn man es richtig gut kann. Oder halt ein Schaf aufbrauchen, danach die Rehe nehmen, danach wieder auf Schaf gehen und dann die Wildschweine eben später holen. Das hat den Vorteil, dass man den Scout, den man zum Anlocken der Wildschweine, der Rehe braucht, am Anfang des Spiels quasi für diese Aufgabe dann benutzt und er danach Zeit hat, die Karte zu erkunden. Und so hat man den auf jeden Fall, sonst muss man ihn eben, wenn man beim Erkunden ist, wieder zurückholen, um die Rehe später zu holen. Und das spätere Scouten ist auf dieser Karte auf jeden Fall besser, weil man am Anfang des Spiels sowieso keine wirklich relevanten Informationen vom Gegner einholen kann. Zum späteren Zeitpunkt meistens auch noch nicht, aber schon eher, sage ich mal. Von daher hat das einen gewissen Vorteil, aber keinen, auf den man auf jeden Fall pochen muss. Und ich werde das jetzt hier, um es auch möglichst nah an diese allgemeinen Bildorder, die ich eben präsentiert habe, zu halten, so machen, dass ich die Rehe zu einem späteren Zeitpunkt erst einbaue. An sich ist es aber wirklich egal. Also die Nahrung bekommt ihr so oder so. Macht das am besten einfach so, wie es für euch am angenehmsten ist. Ich werde es jetzt einfach mal so vorstellen, wie man es meines Erachtens nach sich am besten auch einfach merken kann. Und das möglichst nah an der eben vorgestellten Allgemeinbildorder eben zu lassen. So, den habe ich dann eigentlich beide Wildschweine. Ich lasse auch einmal so ein bisschen den Scout durch die Basis gehen. Und wir gehen ganz genau wie eben auch danach mit Vieren auf Holz. Also die Bildorder sind wirklich sehr, sehr nah aneinander. Daher auch keine Probleme, sich das alles zu merken, denke ich doch mal. Mal ganz kurz den ganzen Wald erkunden. Können wir hier hinten noch ein bisschen nachschauen. Na, die stehen sich im Weg. Guck, ob ich den Baum kriege, den kriege ich wunderbar. Sehr effizient. So, und jetzt holen wir uns auch das Wildschwein. Also es ist wirklich minimal abweichend. Noch haben wir alles genau identisch, wie wir es eben auch gemacht haben. Bei Arena können wir auch die Welle, die uns eigentlich vor nichts schützen, also außer vor unserer eigenen Basis, können wir auch dann die Welle löschen. Aber machen wir jetzt mal noch nicht. So, wir holen das Wildschwein. Danach bauen wir zwei Häuser und gehen auf die Bären. Wir kennen es. Diesmal musste ich auch nicht aufpassen, dass ich quasi das Tier mit etwas weniger Nahrung erstmal schlachte. Und auch hier machen wir danach noch einen weiteren auf Wildschwein, sodass wir auf 8 kommen. Der Dorfbewohner hier baut uns zwei Häuser und geht danach auf die Bären. So, wir haben 8 auf Wildschwein. Jetzt kommt der erste kleine Unterschied. Wir packen jetzt nämlich, also eben in der allgemeinen Bildorder habe ich insgesamt 5 auf Bären gepackt, also nochmal 4 zusätzliche. Hier packen wir nur 3 zusätzliche, sodass wir auf insgesamt 4 auf Bären kommen. Die 5 sind auch nicht ganz, also 4 ist tatsächlich die effizienteste Anzahl. Die 5 einzubauen habe ich deshalb gemacht, weil es dann wirklich immer mit allen Völkern funktioniert. Da hat man diesen kleinen Zusatzboost, wo man kein weiteres Feld bauen muss. Das heißt, es passt vom Holz her, es passt von der Nahrung her, das ist wunderbar. Auch hier wieder, wenn das zweite Wildschwein sich so langsam dem Ende zuneigt, habe ich mich ein bisschen verplappert, oder? Also wenn das erste Wildschwein sich dem Ende zuneigt, dann nochmal das zweite anlocken. Also da genau das gleiche wie eben. So, jetzt haben wir unsere 4 auf Bären und jetzt machen wir auch hier wieder 2 weitere auf Wildschwein. Holen uns aber an der Stelle noch nicht Felder, wie wir es eben gemacht haben, denn jetzt können wir auf jeden Fall anfangen, unsere Rehe anzulocken. Da hole ich jetzt mal den Scout nach Hause, denn mit dem bin ich eh ein bisschen lauffaul gewesen hier. Also noch insgesamt 2 weitere auf Wildschwein, sodass wir da wieder 10 haben, das hatten wir eben auch. Und jetzt würde ich, es sind tatsächlich doch 4, ich bin noch nicht bescheuert. Jetzt würden wir unsere Rehe eben anlocken. Und jetzt kommen auch wieder 4 weitere auf ein zweites Holzfelderlager. Also auch da alles beim Alten quasi. Möglichst nah mit den Rehen natürlich dran. Und wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, hier ein zweites anzulocken, dann könnten um halt alle davon auf diese 2 Rehe aufzuteilen, dann können wir auch schon ein Schaf anschlachten. Das mache ich jetzt einfach mal. Also ich sage denen, dass sie nach dem Wildschwein hier auf das Schaf gehen sollen. Und hier noch ein bisschen aufteilen. Und auch hier bauen wir nochmal ein weiteres Haus. Das ist hauptsächlich, um es später nicht zu vergessen. Wir werden nur auf 25 Populationen kommen hier in der dunklen Zeit, aber das war jetzt einfach als Stütze quasi gedacht. Hier ist irgendwie was festgelaufen.
Wunderbar, ich habe drei eingeloggt. Das vierte ignoriere ich jetzt, wie gesagt, weil das halt nicht 100% einplanbar ist. Und die letzten zwei kommen auf Gold. Wenn sich die Rehe so langsam dem Ende zuneigen, dann gehen wir auf Schafe und auch dann fangen wir an. Ah, das habe ich mir ein bisschen verbaut, sehe ich gerade. Baue ich mal hier hin. Auch dann fangen wir an, Felder zu bauen. Wir gehen in die nächste Zeit, sobald wir über 25 sind. Das habe ich jetzt fast reflexartig falsch gemacht. Wir haben noch keine Felder gebaut, wie ihr seht, da wir in der Regel an der Stelle noch Rehe haben sollten. Aber sobald die Rehe zu nahe gehen und wir komplett auf Schafe wechseln, müssen wir auf jeden Fall anfangen, Felder zu bauen, weil auch eben an Schaf in der Regel nur 8 Dorf 100 ranpassen. Das heißt, wir müssten mindestens 2 Felder haben. Wir wollten in diesem Fall auf 4 Felder kommen. Ihr wisst ja noch, aus der Allgemeinbildorder wollten wir, 7 Felder haben. In diesem Fall brauchen wir nur 4, weil wir eben diesen Bonus aus den Rehen bekommen haben und weil wir auch 2 Dorfwohner weniger ausgebildet haben. Das ist natürlich nochmal 100 Nahrung, die wir gar nicht ausgegeben haben. Von daher brauchen wir da auch nicht ganz so viel. Ja, ich gebe einfach schon mal den Befehl, hier rüber zu gehen. Bau schon mal hier 2 Felder. Und hier gebe ich auch schon mal die 2 Dorfwohner in Auftrag, die wir gleich wieder am Anfang der Feudalzeit machen werden. Hier hat sich einer wieder verhakt. Und genau das gleiche, was wir mit der allgemeinen Bildorder gemacht haben, werden wir jetzt auch gleich wieder tun. Nämlich, wir werden einfach einen Marktplatz bauen und eine Schmiede. Und auch hier werden wir es wieder so machen, dass wenn die Dorfwohner am Dorfzentrum hier mit den Schafen fertig sind, dass wir den restlichen einfach auf das Holz am Dorfzentrum, auf die Straggler Trees schenken. Wir haben jetzt unsere 4 Felder, mehr brauchen wir nicht. Wir können auch zum Beispiel hier Holzfelder nehmen, wenn wir jetzt hier. Ich würde, glaube ich, mal davon ausgehen, dass wir mit dem Schaf hier noch nicht ganz fertig sein werden. Ich gebe dir mal den Auftrag danach, das Holz hier zu gehen. Und werde dann einfach hier oben welche nehmen, um die Gebäude zu bauen. Und den Wegpunkt setze ich auch schon mal wieder auf Holz. Wir wollen wieder genau wie eben 2 zusätzliche Dorfbewohner auf Holz einfach ausbilden. Genau das gleiche wie eben wieder. Und die kommen jetzt hier auf dieses Bäumchen hier. Als Grab habe ich halt wirklich sehr marginal jetzt hier benutzt, will man normalerweise natürlich mehr tun, aber ich gebe hier auch ein bisschen Erklärbär, da vergesse ich sowas schon mal. Einer kommt hier oben hin, der zweite kommt hier unten hin, da haben wir wieder insgesamt 10, jeweils 5 eben. Schnell ein bisschen Nahrung abliefern und wir können in die nächste Zeit gehen. Ja, wunderbar. Wir sind auf dem Weg in die Ritterzeit. Und jetzt wollen wir wieder unsere Upgrades machen, unsere Wirtschafts-Upgrades. In diesem Fall auf jeden Fall das Feld-Upgrade, sehr, sehr gedeutscht hier, das Feld-Upgrade priorisieren. Denn wir wollen auf jeden Fall noch weitere Felder bauen. Und zwar 3 an der Stück, an der Zahl. 2 an der Zahl, so ist das richtige Wort. Hat es den Vorteil, wir haben ja eben auch 7 gebaut und wir kommen jetzt auch wieder auf 7, also wird man sich zum Beispiel, wird man sich fragen, was hat uns das jetzt gebracht? Wir könnten auch hier wieder darauf warten, das zweite Upgrade zu bekommen, aber da wir nur 4 Felder haben und nur 4 auf Beeren, kriegen wir recht wenig Nahrung rein, sodass wir uns das wahrscheinlich nicht werden leisten können. Also hier nochmal auf 7 zu erhöhen, ist besonders wenn man Volk ohne Wirtschaftsbonus hat, auf jeden Fall sicherer. Und da wir nur 2 auf Gold haben, werden wir auch nicht genug haben, um es da durchzukaufen quasi. Es hat aber schon mal den Vorteil, dass wir anders als in der allgemeinen Version schon mal 3 Felder haben, die auf jeden Fall das erste Upgrade hier haben werden. Und wir nur 4 haben, die relativ fix dann erneuert werden müssen. Ich habe da tatsächlich noch mal ein bisschen rumprobiert, ob man das irgendwie tricksen kann. Aber wenn man ein Volk ohne Wirtschaftsbonus hat, würde ich es tatsächlich so einfach machen. Und auf Nummer sicher gehen quasi. Brauchen nochmal ein Haus hier. 2 hatten wir, glaube ich, gesagt eben. Machen wir 2. Und auch das Holz-Upgrade werden wir natürlich machen. Wir brauchen halt die Nahrung, um unsere Upgrades zu holen. Wir wollen ja gleich, sobald wir in der Ritterzeit sind, das zweite Holz-Upgrade auf jeden Fall haben. Fürs Feld-Upgrade wird es höchstwahrscheinlich nicht reichen. Auch da könnten wir natürlich wieder mit dem Gold ein bisschen tricksen, aber das schauen wir gleich. Ich mache mir schon wieder eine Gruppe quasi aus 3 Holzfeldern, die gleich ein Dorfzentrum bauen. Und hier nehme ich mir nochmal 3.
und überlege mir auch schon mal, wo gute Positionen für meine Dorfzentren wären. Hier halt hätten wir Gold und Holz abgedeckt, das wäre sehr gut. Und hier hätten wir halt nur Holz, aber da haben wir viel Platz. Wenn man hier die ganzen Mauern löscht. So. Ich schau mal ganz kurz jetzt hier an. Da habe ich mir die Zahl tatsächlich gemerkt, da wäre die perfekte Zeit 14:20 gewesen. Das heißt, ich habe hier 15 oder waren es 25? Jetzt möchte ich doch mal schauen. Wo haben wir sie denn? Es wäre 14:25 gewesen. Okay. Also ich habe hier 10 Sekunden länger gebraucht, als rein rechnerisch optimal wäre, aber da mache ich mir keine Sorgen. Das kann ich übernehmen. Ja, wir haben jetzt hier 230 Nahrung. 200 Nahrung kostet alleine, nee, 150 Nahrung, habe ich mich gerade vertan. 150 Nahrung würde das Upgrade kosten, das hier kostet 125. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir einmal 100 Nahrung kaufe, kann ich mir wieder beide Upgrades leisten. Es wird dann insgesamt deutlich enger werden als vorhin, aber ich mache es einfach mal aus Prinzip, damit wir es möglichst vergleichbar halten können trotzdem. Also, das Upgrade, ein Dorfzentrum und die schicke ich mal hier rüber, denen fehlt gerade das Holz, weil ich die beiden Upgrades gerade zuerst gemacht habe. Das hätte man auch andersrum machen können. Dann hätte ich sofort genug Holz gehabt. Aber da die hier eh noch laufen müssen, werde ich das Holz bis dahin sicherlich wieder reinbekommen haben. Und da ich jetzt eh auf das zweite Feld-Upgrade warte, bevor ich weitere Felder baue, ergibt sich das doch alles. Wunderbar. So, und jetzt kann ich auch... ich schicke den nochmal noch hier hin. Ich habe jetzt ja drei von dem Holz abgezogen. Und jetzt habe ich beide Upgrades wieder. Kann auf jeden Fall... jetzt anfangen Felder zu bauen und habe sehr effizient dann eben meine beiden Upgrades da drauf. Meine Beeren halten in diesem Fall ein bisschen länger, einfach weil ich einen weniger drauf hatte. Aber genau wie eben wollen wir jetzt wieder auf insgesamt 18 Felder kommen, also 6 pro Dorfzentrum. Bin hier mit den Feldarbeitern schon mal anfangen tatsächlich, mit den Beerensammlern meine ich. Kommen wir jetzt eh gleich auf Holz. Würde also jetzt eigentlich schon umbauen, umfunktionieren. Wunderbar, das Dorfzentrum steht. Das hier müsste jetzt auch gleich fertig sein, wunderbar. Ja, und auch wenn ich jetzt hier ein Volk halt ohne Wirtschaftsbonus spiele und es relativ knapp mit der Nahrung war, mit dem Holz, habe ich eben durch meinen kleinen Trick hier mit dem Gold, den wir übrigens auch nochmal hier in diesem Fall, denke ich mal, wiederholen sollten, obwohl, nee, es reicht von der Nahrung. Nee, wir müssen sich nochmal Nahrung kaufen. Dadurch ist es alles relativ gut und smooth gelaufen hier. Ich habe jetzt meine drei Dorfzentren. Hier muss das erste Feld erneuert werden. Wir erinnern uns, diese vier hier waren ohne jegliche Upgrades und diese drei hier nur mit dem ersten Upgrade gebaut worden. Irgendwann müssen wir uns dann auch mal um Häuser kümmern. Da stelle ich jetzt mal einen Dorfwohner ab, der hier anfängt, Häuser zu bauen. Und wieder könnten wir uns um ein viertes Dorfzentrum zum Beispiel bemühen oder eben versuchen schnell in die Imperialzeit zu kommen, wenn wir erstmal nur auf 3 bleiben. Ich mache jetzt mal mit nur 3 das Ganze. Das heißt, jetzt würde ich priorisieren, in die Imperialzeit relativ früh zu kommen. Eine Burg brauche ich dann in dem Fall auch nicht. Sagen wir mal, wir gehen auf die schnellst mögliche Variante. Jetzt hier die Ungarn, die haben komplette Upgrades für ihre Arbalestschützen und das ist eine Einheit, die relativ kostengünstig im Anfang der Imperialzeit ausbildbar ist. Von daher gehe ich jetzt mal auf die. Wir haben jetzt unsere Feldanzahl auch schon überschritten. Das heißt, jetzt fangen wir an, einen kleinen Überschuss zu generieren. Und jetzt können wir schon mal auf Gold gehen. Das Ziel, habe ich ja im allgemeinen Part schon angesprochen, wäre jetzt hier auf ca. 15 Goldarbeiter zu kommen und auf ca. 30 Feldarbeiter. Ich werde jetzt auch das Gold-Upgrade an der Stelle holen. Die Schubkarre kann ich mir gar noch nicht leisten. Zwei weitere Felder schon mal, einfach um näher an das Ziel auch zu kommen. Ja, noch will das nicht ganz passen. So, jetzt haben wir die Schubkarre auf dem Weg. Zwei weitere Häuser hier. Und gehen weiter auf Gold und Nahrung einfach die ganze Zeit. Jetzt müssen wir einfach. Ich habe jetzt zwei Felder, glaube ich, zu viel gebaut, aber das ist auch kein Beinbruch tatsächlich. Können auch welche von Holz abziehen, um schneller auf unsere Goldarbeiter zu kommen.
Und dann, ja, wenn man sich so langsam dem Ganzen nähert, wir haben jetzt fast genau so viele, das ist halt das Minimum quasi, da können wir uns auch schon mal die Gebäude eben bauen, die wir brauchen, um in Bereitsätze zu gehen. In diesem Fall will ich auf Schützen und dann eben komplementär Rammen gehen, das passt ganz gut zusammen. Würde ich jetzt hier eine Waffenschmiede und eine Universität bauen, um mich auf die nächste Zeit hier vorzubereiten. Wir haben jetzt das Minimum von den 15, von denen ich gesprochen hatte. Bisschen mehr Schaden natürlich auch nicht, aber das reicht jetzt zumindest, um uns mittelfristig in die nächste Zeit zu bringen. Ein paar mehr Felder bauen wir jetzt hier noch. So, Gold reicht auf jeden Fall schon, dann setze ich hier mal die Sammelpunkte um auf Holz, denn jetzt brauchen wir vielleicht eher ein bisschen Holz. Wir müssen ja gleich auch noch unsere ganzen Schießanlagen bauen. Von daher kann man da vielleicht schon mal ein bisschen anfangen zu sparen. Und um die Schießanlagen zu bauen, brauchen wir auch eine Kaserne. Die baue ich jetzt hier auch schon mal. Ja, das warte ich eigentlich nur darauf, dass ich auf meine 1000 Nahrung komme. Da war ich mit dem Gold ein bisschen schneller. Wenn es ganz dringend wäre, also wenn wir irgendwie sehen, der Gegner baut irgendwie den krassesten Push auf, dann können wir natürlich auch die Dorfzentren kurzfristig pausieren lassen. Ich mache jetzt mal keine neuen in die Schleife, einfach damit wir kurz auf die 1000 kommen. Und wenn man wirklich es schnell macht, dann kann man auch so um die 26. Minute, 25., 26., je nachdem, was für ein Wirtschaftsvolk man hat, quasi in der Imperialzeit ankommen. In diesem Fall habe ich halt ein Volk ohne jegliche Wirtschaftsboni, da ist das nicht ganz so schnell. Und jetzt würde ich hier anfangen, meine Schießanlagen zu bauen. Der kann weiter Häuser bauen. Und wir holen uns währenddessen relevante Upgrades. Kann auch schon mal mit den Rammböcken anfangen. Also Rammböcke und Arbalestenschützen ist eine sehr gute Kombo, wenn man halt frühzeitig in der Imperialzeit zuschlägt. Da eben die teureren Kombinationen, die dauern halt ein bisschen länger, bis sie so richtig in Fahrt kommen. Das ist bei Arbalestschützen ein bisschen einfacher. Währenddessen machen wir aber trotzdem weiter Dorfwohner, das ist ganz klar. Wir haben jetzt ein Dorfzentrum, das natürlich inaktiv ist, weil es den Breitzeit erforscht. Das ist das hier in der Mitte. Und die anderen bauen jetzt hier Gebäude. Die anderen Dorfzentren gehen weiter auf Holz oder Gold. Das sind jetzt hier meine Felder, die wir noch nicht erneuert haben. Die hier baut danach das Feld neu. Weiter Upgrades natürlich. Um Platz zu sparen, also mit meiner Einheit nicht rumstehen, produziere ich die quasi ins Gebäude rein gerade. Weitere Häuser dürfen hier nicht fehlen. Webstuhl kann sich an der Stelle dann auch schon mal lohnen. Handkarren ist relativ holzintensiv, würde ich an der Stelle jetzt halt noch nicht machen. Erstmal die Ballistik holen, ist ein bisschen wichtiger, wenn ich jetzt gleich den Push machen möchte. Ah, okay. Jetzt habe ich den Webstuhl natürlich quasi an die falsche Stelle geschoben. Aber ich schicke schon mal einen Dorfwohner raus, um auch draußen dann schon mal Militärgebäude zu bauen. Vor allem die Waffenschmieden eben. Ja, und jetzt können wir gleich, es ist 26. Minute, also wenn man wirklich gut wäre, ich habe es, glaube ich, mal von Slam, glaube ich, gesehen, in einem Arena-Turnier, da war der mit den Chinesen unterwegs, 23. Minute irgendwas war er in Imperialzeit mit einer massiven Wirtschaft. Aber das ist auch ein absolutes Biest, ein richtiger Profi halt. So, jetzt sind wir in der Imperialzeit, jetzt hole ich mir meine ganzen Upgrades hier ab. Demnächst würde ich mir auch mal dann den Handkarren holen, dafür brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Nahrung. Ein paar mehr Felder vielleicht noch. Hier baue ich weiter meine Häuser. Mache einen Sturmbock noch. Ja, und jetzt würde ich hier halt, jetzt habe ich eine Einheit, die relativ günstig ist, die nicht ganz so viel braucht für ihre Upgrades. Und würde jetzt hier anfangen zu pushen. Währenddessen produziere ich aber natürlich super viel weiter. Kann mir auch zum Beispiel das weitere Holz-Upgrade holen, sobald die Nahrung reicht. Ich muss dann natürlich jetzt meine Wirtschaft darauf anpassen, was ich noch brauche. Also wenn ich viele Upgrades brauche, die Nahrung kosten, dann sollte ich auf jeden Fall weitere Felder bauen. Vielleicht will ich ja auch noch leichte Kavallerie komplementär ausbilden. Jetzt kann ich mir endlich mal den Handkarren leisten. Das Ganze hier, ich führe jetzt quasi ein bisschen Freestyle weiter vor. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt so merken natürlich. Aber so das als Prinzip. Ich hoffe, das ist noch einigermaßen klar geworden. Ich wollte das Ganze noch ein bisschen weiterführen, einfach damit ihr seht, wo es quasi hinführen kann. Das hier wäre jetzt wirklich ein relativ früher Push. Also wir können jetzt natürlich schon angreifen. Wir haben schon einen Sturmbock. Wir haben weitere Waffenschmieden gebaut. Wir könnten das Holz-Upgrade, das fehlt uns gerade noch. Das könnten wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Wir produzieren die ganze Zeit jetzt Einheiten, die jetzt eben volle Upgrades aus der Imperialzeit bekommen. Defensive Upgrades würden wir jetzt nachschieben. Und ja, aber das kann natürlich, wenn man jetzt, wenn wir auf Kavallerie gehen würden, dann bräuchten wir deutlich mehr Wirtschaft, da bräuchten wir deutlich mehr Felder vor allem. Dann würde das Ganze ein bisschen anders aussehen, ein bisschen langsamer vonstatten gehen. Das hier wäre jetzt ein eher schneller Push. Wenn wir auf Stein hätten gehen wollen, dann hätte uns das auch nochmal verzögert, weil dann eben einige Dorfwohner die anderen Ressourcen nicht sammeln, logischerweise.
Das, also ich kann euch da nicht quasi jede Blaupause für jede Einheit geben. Die habe ich, weiß ich natürlich auch nicht. Da muss man ein bisschen quasi mit der Logik des Spiels arbeiten. Ich hoffe aber, dass das als Anschauung, wie es mit dem Boom quasi weitergehen kann, wo das hinführen kann, noch einigermaßen anschaulich war. Das habe ich eine Sache nicht gecheckt. Ich habe gerade 93 Dorfbewohner an der Stelle des Spiels. Da würde ich auf jeden Fall noch ungefähr 30, 40 mehr machen. Also 120, 130 ist ein sehr gutes Ziel, mit dem eure Wirtschaft dann quasi voll ausgeboomt ist. Solltet ihr mit mehr Population spielen, also das sind ja die kompetitiven Settings, die ich jetzt hier nutze, 200 Population, wenn ihr mehr oder weniger machen solltet, als Faustregel einfach circa 60% der Maximalbevölkerung sollte aus Dorfbewohnern oder beziehungsweise aus Wirtschaftseinheiten bestehen. Später könnt ihr die dann halt noch durch Marktkarren ersetzen, solltet ihr im Teamspiel sein und so halt auf diese Zahl ungefähr kommen. Das sind jetzt die Zahlen, die ich hier erreicht habe, um die Zeiten eben zu erreichen. Bei der Ritterzeit, wie gesagt, sind das ziemlich genau 10 Sekunden, die ich quasi verloren habe durch Schludrigkeit, aber also wir sind ja alle keine Maschinen. Hier sind es 6 Sekunden, also 10,55 wäre rein rechnerisch perfekt gewesen. Aber es geht hier ums Prinzip und ich hoffe, das konnte ich rüberbringen. Ich konnte euch zeigen, wie Fast Castle Boom funktioniert, wie man den Boom effizient ausspielt, welche Varianten es gibt, welche Optionen es einem sich einem bieten. Die Sache mit dem Gold finde ich extrem nützlich, sehe ich auch bei Spielern auf hohem Niveau immer noch. Das ist nicht unbedingt eine Krücke, das ist einfach ist quasi smart. Die Rehe könnt ihr, wie gesagt, einbauen, wenn ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch an anderen Stellen. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, das war für euch hilfreich und schaut euch vielleicht nochmal ein paar von meinen anderen Tutorials an. Hat natürlich auch aggressive Varianten in petto und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.